Ja, lieber Roman Schmidt, vielen Dank für deine Bereitschaft zum Interview. Würdest du dich kurz unseren Zusehern auf deine ganz persönliche Weise vorstellen? Ja, gern. Danke für die Einladung, dass ich dabei sein darf. Danke, Rudi. Wir kennen uns ja schon länger. Wir kommen aus der gleichen Gemeinde, nämlich der neuen Stadt Feldbach im Herzen des steirischen Vulkanlandes. Ich betone das deshalb, weil ich eigentlich fast von Anbeginn weg diese Entwicklung begleiten durfte, das steirische Vulkanland. Ich betreibe unter anderem eine Markenagentur, in der wir Regionalentwicklung machen, aber auch Produktentwicklung, Markenbegleitungen in unterschiedlichsten Bereichen, schwerpunktmäßig im Umkreis von, sag mal, 30 Kilometern. Und damit bin ich ja schon beim zweiten Thema, nämlich dieser Regionalwirtschaft. Das Prinzip des Aufeinanderschauens quasi ist ein wesentliches Prinzip, das wir versuchen im Vulkanland umzusetzen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass ich auch eine kleine Brauerei und Whisky-Manufaktur betreibe. Wir werden heute noch, glaube ich, über Geldschöpfung und andere Prozesse sprechen. Ein unglaublich ergiebiger Geldschöpfungsprozess ist das nicht. Aber das Interessante daran ist, dass man beginnt zu verstehen, was es bedeutet, ein Lebensmittel zu erzeugen. Und dass man beginnt zu verstehen, dass es in letzter Konsequenz nicht immer ums Geld gehen kann. Weil wenn das passiert, dann passiert etwas, was uns allen nicht lieb ist. Nämlich, dass uns die Produktion und Arbeitsplätze immer weiter wegrücken. Unsere Verantwortung wäre es, dass sie uns näher kommen. Und wenn sie uns näher kommen sollen, dann müssen wir beginnen zu verstehen, dass mit unserer Konsumentscheidung sozusagen die Nähe definiert wird. Das heißt, zusammengefasst, ich sehe es als meine Aufgabe in dieser Region, gewisse Prozesse zu lenken, zu gestalten und auch für mich selbst ein gewisses Verständnis dafür zu entwickeln, was es sein könnte, um ein gelingendes Leben zu leben. Und das sind viele Aspekte davon, ursächliche Lebensprinzipien, die wir wieder beginnen sollten zu verstehen. Es ist weniger ein intellektueller Prozess nach außen hin, sondern eher ein Prozess der Verinnerlichung von wesentlichen Weisheiten. Ja, was bewegt dich derzeit? Woran arbeitest du derzeit? Naja, wir haben ja angeblich die größte Weltwirtschaftskrise nach dem Zweiten Weltkrieg. Ne? Ich habe zwei Unternehmen, das heißt, ich bin schon unmittelbar damit berührt. Ich sehe es aber nicht nur als Fluch, ich sehe es insbesondere auch als Segen der Fokussierung, auch als Segen, Freiräume zu schaffen, die ich nicht mehr hatte, und damit auch Erkenntnisprozesse zu starten, für die kaum mehr Raum und Platz war. Und ich sehe es auch als Innovationsturbo oder auf der anderen Seite als Verbrennung von Dingen, die längst überfällig waren, verbrannt zu werden. Und als Innovationsturbo in der Brauerei, weil natürlich, wenn die Gastronomie wegbricht, das eine etwas schwierigere Situation ist für unser Unternehmen. Und da merke ich einfach, dass man beginnt, so wie diese berühmte Geschichte, die wir im Vulkanland sehr gerne erzählen, von diesem Frosch oder den Fröschen im Milchglas. Man kann sich jetzt fürs Ertrinken entscheiden, oder man beginnt zu strampeln, und wenn man strampelt, kann es passieren, sozusagen, dass die Milch unter den Füßen fest wird und man aus diesem Glas, aus einem Butterglas aussteigt. Und wir sind ein bisschen auf dem Weg, sozusagen beim Strampeln zu verstehen, wie Prozesse funktionieren und welche Möglichkeiten es noch gibt. Und es gibt gar nicht wenige. Ja, was sind deine dringlichsten Probleme zur Zeit, die dich beschäftigen? Wie erlebst du die aktuelle Geld- und Wirtschaftsordnung? Siehst du darin Elemente, die den Frieden unter den Menschen und Natur gefährden? Naja, sicher. Also generell ist es zu hinterfragen, also Geld- und Wirtschaftssysteme sind vom Menschen geschaffene Systeme.
die ja eigentlich im Wesen dazu dienen sollten, es den Menschen leichter zu machen, also das Leben zu erleichtern. Im Wesentlichen war ja Geld in der Idee ein Tauschmittel, also um fairer handeln zu können. Das hat natürlich, also Geld hat ein bisschen eine unangenehme Eigenschaft, es akkumuliert gern. Und diese Akkumulation führt aus meiner Sicht ein bisschen dazu, dass es zu Unverhältnismäßigkeiten kommt und vielleicht auch zu einer Verengung des Blicks. Also wenn man nur noch dabei ist, zu fokussieren, zu optimieren, Effizienz zu steigern, dann wird irgendwann etwas anderes wegbrechen. Und das, was weggebrochen ist, das hat jetzt die Corona-Krise begonnen, elegant zuzudecken. Aber es ist auf allen Ecken und Enden sozusagen Not. Also das Gesamtsystem Erde kann unter diesen Bedingungen nicht funktionieren. Das ist auch ein Geldproblem, das wir, das mitverantwortlich ist sozusagen dafür, weil ja das Wirtschaftssystem letztlich sozusagen einer Geldordnung folgt. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Also wir haben, ich schätze, im Juli, vielleicht ist es jetzt sogar ein bisschen später, heuer als vergangenes Jahr einen Welterschöpfungstag. Ich glaube, vergangenes Jahr war im Juli. Ob dann sind wieder unsere Enkel dafür verantwortlich, was wir quasi leisten und nicht leisten. Und das ist verantwortungslos. Und am Ende des Tages wäre es unsere Verantwortung, ich habe 12 Jahre Externhandelshaus, dass sie dem Mädchen, dass dann irgendwann eine erwachsene Frau es in die Augen schauen kann und sagt, ich habe 2 Firmen betrieben und ich hätte das Gefühl, dass ich nicht alles falsch gemacht habe und dass wir in gewisser Weise dafür gesorgt haben, dass etwas vielleicht regional bei allem Ressourcenaufwand auch dahingehend besser wird, dass meinem Mädchen sozusagen in dieser Region mehr Zukunft geschaffen wird. Es ist ein Abwägen. Wirtschaften ist immer in gewisser Weise Ressourcenaufwand, aber man kann sehr intensiv darüber nachdenken, was es wirklich braucht. Und dann kommt man relativ schnell drauf, glaube ich, dass es wenig braucht. Die Corona-Krise war ja auch ein bisschen ein Katalysator dahin, dass es gar nicht alles braucht. Siehst du, dass wir von Geld und Ressourcen kriegen auch umgeben sind? Entschuldige, von Geld und Ressourcen? Kriegen umgeben sind. Ja, schon. Aber ich würde es vielleicht sogar noch ein bisschen anders sehen. Wir haben einen Krieg der Aufmerksamkeit und der Wahrnehmung. Und alles das, was aus unserer Wahrnehmung hinausrückt, sozusagen, findet also keine Beachtung, wird unachtsam, achtlos, rückt sozusagen in die Achtlosigkeit. Also er hat keine Aufmerksamkeit. Und ich glaube, dass das fast unser größeres Problem ist. Weil immer dort, wo Aufmerksamkeit ist, ist Energie. Und Geld ist in letzter Konsequenz ja auch eine Form von Energie, möchte ich sagen. Und ich glaube, dass man dadurch sozusagen unser Wirtschaftssystem gut steuern könnte, indem wir beginnen, in all diese Prozesse Achtsamkeit, Aufmerksamkeit hineinzulenken. Also ich möchte so sagen, für mich ist Geld nicht grundsätzlich das Böse. Es ist nur das, was man daraus macht, das Böse sozusagen. Und das wäre, glaube ich, unsere Verantwortung, damit eben verantwortungsvoll umzugehen, also mit dieser Macht, wenn man so will. Und wenn man Macht jetzt definieren wollte, ist es ja in gewisser Weise die Fähigkeit, gegen Widerstand zu gestalten, hat irgendwann einmal der Gerd Bacher gesagt. Und ich glaube, dass wir nicht sehr gut sind, uns unsere Gestaltungsspielräume zurückzuerobern. Und ich glaube, dass wir wesentlich mehr Macht auch als Individuen hätten und Gestaltungsspielraum und damit auch wesentlich mehr Potenzial dieser Welt, sozusagen etwas Gutes zu tun. Aber es letztlich sozusagen der Gewohnheit und der Bequemlichkeit geopfert wird, nicht? Und das ist, glaube ich, ein Problem. Also ich sehe schon eine große Eigenverantwortung. Das heißt auch, ich kann mir am Abend die Zeit im Bild 2 anschauen und bedauern, wie elend sozusagen diese Welt ist. Oder ich entscheide für mich am Tag danach, dass ich vielleicht nicht das Leiberl im Discount um 1 Euro kaufe, das vielleicht dafür verantwortlich ist, dass irgendwann wieder in der ZIP 2 am Abend berichtet wird über ein Textilunternehmen, das in
Bangladesch zusammengefallen ist und 200 Näherinnen unter sich begraben hat. Also es ist eine ursächliche Verantwortung damit verbunden und es ist meine eigene. Ja, wir von Seidner-Stettner Kreis beschäftigen uns ja damit mit den Geldkreisläufen oder Geldsystemen. Es geht uns auch darum, um Frieden zu schaffen. Wie schaffen wir es? Kann eine Geldordnung überhaupt Frieden schaffen oder ermöglichen? Naja, also Geld ist mit Wirtschaft unmittelbar verbunden und verwoben. Und Wirtschaftssysteme sind in letzter Konsequenz Systeme, die, so wie es gedacht war, Systeme, die das Leben erleichtern, vielleicht sogar schöner machen, vielleicht sogar zu einem besseren Leben gestalten können. Und das hat sich, also jedes System, das irgendwie an die Spitze getrieben wird, pervertiert in gewisser Weise. Und ich glaube, dass wir quasi irgendwie in einer Perversion in dem Bereich gefangen sind. Und diese Perversion geht so weit, dass wir die reichsten Länder und Kontinente für unsere Zwecke missbrauchen, Ressourcen ausbeuten. Es uns egal ist in letzter Konsequenz, wie es den Menschen dort geht, die dann versuchen, vielleicht sogar mit Schlauchbooten und anderen unglaublichen Möglichkeiten über ein Meer zu kommen und sich irgendwie einen Teil oder irgendwie an diesem Wohlstand teilhaben zu können. Und es ist letztlich das Wirtschaftssystem. Es ist letztlich unser unendlicher Wohlstand, den wir in dieser Region haben oder in Österreich oder in Europa, möchte ich sagen. Auch wenn wir immer wieder sagen, es gibt auch Menschen, denen schlecht geht, das ist schon richtig. Aber in Summe leben wir in einem unendlichen Wohlstand, in einer unendlichen Fülle. Und solange wir nicht bereit sind, diese Fülle zu teilen oder auf zumindest einiges zu verzichten, in jedem Bereich, also in wirklich jedem Bereich sozusagen unseres Lebens, haben wir die Chance, auf etwas zu verzichten. Wenn wir das nicht tun, geht es nicht aus. Und damit wird die Geldordnung natürlich zu einem wesentlichen, dieses Wirtschaftssystem ist ein wesentliches System des Unfriedenschaffens. Das nehme ich schon so wahr. Aber wir hätten die Möglichkeit, und ich bin ja Regionalentwickler, wir hätten die Möglichkeit mit unserem Ansatz der regionalen Entwicklung, also mit dieser Potenzialentfaltung immer dort, wo sie passieren kann, also in jeder einzelnen Region, wenn wir jeder Region ihren Wirkungskreis, ihre Potenziale ließen und diese Potenziale zur Entfaltung bringen ließen. Kein Mensch verlässt seine Heimat gerne. Man verlässt die Heimat nur dann, wenn man dort keine Hoffnung und Zukunft sieht. Und das muss uns klar sein. Das gilt für uns ja ganz gleich. Also es muss schon ganz dramatisch sein, also dass wir beginnen, unseren Lebensraum zu verlassen, weil wir hier keine Hoffnung und Zukunft sehen. Und insofern, glaube ich, ist es unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit, uns die Verteilung auf dieser Erde anzuschauen. Und das haben wir immer unweigerlich auch beim Geld. Ich möchte dazu sagen, es wird niemandem etwas weggenommen, wenn man es intelligent macht, sondern es wird für alle mehr. Das wäre, glaube ich, sogar das Wesentliche, das man, glaube ich, da verstehen muss. Weil so wie ich vor Corona in meinen beiden Unternehmen gearbeitet habe, das hat ein Ablaufdatum. Diese Dimension und Dynamik ist kaum zu schaffen. Sie geht auf Kosten anderer Dinge, auf Kosten der Familie, auf Kosten der Gesundheit, auf Kosten von Rohstoffen und Ressourcen irgendwo. Und es ist quasi irgendwie ein bisschen ein Rückzug gewesen und ein Erkenntnisprozess. Und es wäre unsere Verantwortung, glaube ich, dass wir versuchen, diese Erkenntnisse auch zu halten, auch wenn die Versuchung groß ist jetzt, wenn es wieder losgeht, dass wir versuchen, sofort den gleichen Lebensstil zu pflegen, den wir vor 2 Monaten für kurze Zeit begraben haben. Wie du schon, ich möchte ergänzend vielleicht etwas anmerken, wie du schon richtig erwähnt hast, sind wir so in einem Hamsterrad drinnen als Unternehmer genauso, ja, und sind eigentlich getrieben.
Wir wollen alle einen Gesellschaftsnutzen erzeugen. Ja? Aber im Endeffekt werden wir nur bewertet, ob wir Gewinne schreiben oder nicht. Ist es von deiner Warte auch so wahrnehmbar? Also getriebener fast zu sein. Kannst du dir eine friedensfähige, friedensschaffende Geldordnung vorstellen? Welche Rolle soll dann Geld in der Zukunft spielen? Also Geld sollte im Wesentlichen das sein, wofür es geschaffen wurde. Es sollte ein Mittel zum Zweck sein und nicht der Zweck selbst. Das ist, glaube ich, unser Grundproblem. Also wir lieben Geld, wir horten Geld, also wir haben nahezu eine erotische Beziehung zu Geld aufgebaut. Das kann es nicht sein. Die Erotik sollte zu Hause im Bett mit dem Partner passieren, aber nicht mit der Brieftasche, die sich so aus dem füllt. Ich glaube, dass wir hier das größte Potenzial haben, also Geld als das zu erkennen, was es ist. Dann würden wir die wesentlichen Probleme bereits lösen. Und dann würden wir beginnen auch zu verstehen, sozusagen, dass der faire Tausch damit verbunden ist. Wie gesagt, ich habe kein Geld, kein Problem mit Geld. Ich habe auch kein Geldproblem zum Glück. Aber solange wir mit allen Mitteln, Möglichkeiten und Fähigkeiten versuchen, aus irgendwelchen korrumpierten Gesellschaften oder Regimen Rohstoffe zum billigsten Preis herauszukaufen, solange haben wir eine Welt, die komplett ungleich ist und wo nichts funktionieren kann. Und das nur dafür, dass wir uns Handy kaufen können um 100 Euro oder vielleicht sogar um 1.000 Euro und bereit sind, 800 Euro Markenaufschlag zu zahlen. Aber also ich glaube, das ist, wir müssen beginnen zu verstehen, dass es an Bewusstsein fehlt. Ein Bewusstsein dafür, was der wahre Wert des Geldes ist. Und wir müssen beginnen zu verstehen, was der wahre Wert der Dinge sind. Und Dinge meine ich auch, also durchaus immaterielle Dinge sozusagen. Also Lebensbeziehungen, Lebensprozesse. Wir müssen diesen Wert erkennen. Und ich habe kein Problem, sozusagen, das mit Geld zu tauschen, sofern es tauschbar ist. Aber dann zu dem Preis, der den wahren Wert widerspiegelt. Also ich sehe dort das größere Problem. Also wir hungern Systeme aus. So wie wir unsere Region über Jahrzehnte ausgehungert haben in Wahrheit, so hungern wir genauso den Sudan aus, hungern wir genauso Südamerika oder China aus, beispielsweise, die zur Weltwirtschaftsmacht aufgestiegen sind, aber man sollte nicht hinterfragen, zu welchem Preis. Ne? Das ist auch wieder ein Geldwert am Ende. Ja, gibt es deiner Meinung nach Lösungsansätze für aktuelle Probleme, die uns näher bringen können oder die du uns näher bringen könntest? Also ich glaube, dass es ein zentrales Element ist, dass wir beginnen, aufeinander zu schauen. Also ich würde das eher in der Software sehen. Dass wir beginnen, aufeinander zu schauen, dass wir beginnen zu erkennen, was der wahre Wert von Beziehung ist, auch von Austausch ist auf Augenhöhe. Und damit bin ich auch wieder bei der regionalen Entwicklung. Ich glaube, dass jede Region das Potenzial hätte, sich gut zu entwickeln. Also wir brauchen eine Welt der Regionen. Und jede Region in dieser Welt sollte aus meiner Sicht das Potenzial haben, sich eigenständig zu entwickeln. Das wäre, glaube ich, das schönste Prinzip überhaupt auf der Kugel. Ich bin nicht einmal ein großer Freund von Grenzziehungen, Grenzsetzungen, die zum Teil politisch basiert sind. Ich bin ein großer Verfechter von Regionen, die auch über Grenzen greifen können, wo Lebenskulturen und Systeme gut miteinander funktionieren und wo man quasi beginnen kann, miteinander Wirtschaft zu gestalten. Und damit miteinander Wohlstand zu schaffen. Und Wohlstand ist halt letztlich mehr als Geld zu lukrieren oder Geld zu erwirtschaften oder Vermögen zu potenzieren. Der Wohlstand sind viele andere Aspekte, feinstoffliche Glücksaspekte, Umweltaspekte. Man spricht in manchen Ländern mittlerweile von einem Bruttoglücksprodukt und nicht mehr Bruttoinlands- oder Sozialprodukt. Und ich glaube, dass wir das die vergangenen Jahrzehnte sträflich vernachlässigt haben, aber auch deshalb, ich bin gelernter Betriebswirt, weil wir es nicht anders gelernt haben.
also egal in welchem System, in welchem Schulsystem, auf welcher Stufe, in welchem Studium, es ist alles darum gegangen, sozusagen Gewinne zu optimieren. Wir sind alle getrieben von dem Gedanken, wir müssen wachsen, stetes, ewiges Wachstum. Ich sage immer, es gibt ganz wenige Dinge, die auf dieser Welt ewig wachsen. Eines davon ist der Krebs. Das heißt, wächst so lange, bis das System tot ist, nicht? Und ich glaube, dass wir nicht so weit weg sind von einem System, das nicht mehr lebensfähig ist. Das ist für mich ganz ein klares Zeichen dafür. Wachstum ja, aber Wachstum im Kopf und nicht materiell. Im Kopf haben wir enormes Potenzial zu wachsen, enormes Potenzial. Und ich wäre ja insgesamt, möchte ich dazu sagen, bin ja so ein glühender Verfechter oder ein glühender Verehrer dieser Raumschiff Enterprise Philosophie. In einer Welt zu leben, die das Geld an sich nicht braucht, sondern wo alles gegeben ist, was man zum Leben braucht, und man versucht, seiner Erfüllung und seiner Bestimmung, seiner Verwirklichung nachzugehen. Also das geht natürlich auch in, da könnte man auch in eine Diskussion, was das Grundeinkommen ist, kommen. Das finde ich nicht so abwegig, sage ich dazu. Also ein bedingungsloses Grundeinkommen, um die Basis fürs Leben zu schaffen und die Menschen so weit zu inspirieren in unseren Systemen, was ja leider zum Teil nicht passiert, so weit zu inspirieren, dass sie für sich entscheiden, das Grundeinkommen ist nicht das, was ich brauche. Was ich brauche, ist die menschliche und vielleicht auch materielle Erfüllung, das mag durchaus sein, und dass man bereit ist, sozusagen über sich hinauszuwachsen. Aber das Prinzip sozusagen eines grundsätzlichen Überlebens ohne Angst zu haben, das ist für mich eine sehr schöne Utopie sozusagen. Und wenn man dann noch die Begeisterung entwickelt, mehr daraus zu machen, dann ginge es. Es wird ja alles in Geld bemessen und gewertet. Jede Entwicklung, also jede kreative, unglaubliche lebensbereichernde Zukunftsentwicklung muss bezahlbar sein. Das sehe ich dramatisch. Also es müsste ein System geben, in dem Zukunft nicht zu zahlen ist, sondern Zukunft das Anliegen, das Herzensanliegen eines Weltensystems ist, das keiner Bewertung bedarf, wo man in der Gesundheitsforschung, in der Medizin, in der Technologie grenzenlos und ohne Angst um Ressourcen forschen könnte, aber durchaus mit dem Gedanken, die Ressourcen insgesamt zu reduzieren. Ich glaube, dass da Geld ein sehr behinderndes Instrument ist mittlerweile und kein bereicherndes Instrument. Und ich glaube, dass wir eine Welt brauchen, in der gewisse Dinge herausgenommen werden aus dieser monetären Situation. Und ich möchte sogar sagen, dass Corona uns eigentlich ein bisschen einen Hinweis darauf gegeben hat, wie es gehen könnte. Weil wenn alle Stricke reißen und alle in panische Angst verfallen, dann sind plötzlich 38 Milliarden oder so mit einem Schnipper herausschälbar aus dem Wirtschaftssystem. Wenn man vor einem Jahr in einer unglaublich starken wirtschaftlichen Situation gemeint hätte, investieren wir doch 38 Millionen in eine grüne, zukunftsfähige, bessere Wirtschaft, das wäre am Diskurs, am politischen, also innerhalb von 24 Stunden zerschmettert worden. Und ich glaube, also zum Beispiel, also es wird ja sehr polarisiert diskutiert über die Klimasituation, über die Herausforderungen der Klimapolitik. Offensichtlich ist es nicht dramatisch genug, möchte ich fast sagen. Und das finde ich schade, dass Menschen nur in einer dramatischen Situation bereit sind, einen Entwicklungssprung zu machen. Das bedauere ich sehr. Und leider glaube ich dass es die nächsten Jahre sehr dramatisch werden wird, also gerade im Bereich der Landwirtschaft und auch in anderen Bereichen, also was Wasserwirtschaft betrifft und viele andere Situationen. Vielleicht wird es dann gehen, nur würde ich mich freuen, wenn es schneller ginge. In der Region haben wir versucht, in den vergangenen 20 Jahren dafür zu sorgen, dass wir den Wandel also ohne größere Brösel auf die Reihe bringen.
Das ist uns teilweise gelungen, aber du weißt es selbst, wenn du das beobachtest, wie zäh es ist, eine Gewohnheit umzustellen. Der größte Klebstoff, der stärkste Klebstoff in dieser Welt ist die Gewohnheit, nicht? Und Geiz ist geil, haben wir auch gelernt, um wieder bei der Geldwirtschaft zu sein. Und selbst ich ertappe mich, dass ich bei Merkur mit meinem Rabattbickel an der Kasse stehe und mir denke, ich bicke jetzt auf die 4 teuersten Produkte mein Bickel, weil ich habe die vorher eh schon mitzahlt. Was ja stimmt natürlich, nicht? Sonst könnten sie das Spiel ja nicht spielen. Aber gleichzeitig als Brauereibesitzer denke ich darüber nach, ob es in der größten Krise nach dem Zweiten Weltkrieg Rabattbickel und Bieraktionen braucht. Der Konsument freut sich natürlich drüber, aber das Gesamtsystem freut sich nicht darüber, weil sowohl die Landwirtschaft darunter leidet, als auch die Umwelt in der weiteren Folge, als auch das Klima letztlich, nicht? Weil je schwieriger die Bieraktion ist, umso weiter sind die Transportwege in Wahrheit, weil man natürlich versucht, quasi in einer Industrie, die noch günstigere Lohnkosten hat, das Ganze abzufedern. Und der Bauer versucht eben, seine Sommergerste noch schneller in den Big Bag zu bringen, weil er weiß, es wird ihm hinten auch sicher nicht bezahlt. Und noch schneller heißt, dass man es mit Glyphosat vielleicht in einem Land, in dem es noch erlaubt ist, das dann eben abreift. Und wir wissen alle, was das bedeutet. Also das heißt, da sind ganz viele Prozesse damit verbunden. Also wir kaufen eine Kiste Bier um 14 oder um 12:40 beispielsweise und freuen uns über das Schnäppchen. Und wir denken aber nicht im geringsten darüber nach, was bedeutet das dahinterliegend. Ist es um den Preis produzierbar? Und wenn ja, wie ist es um den Preis produzierbar? Wer hat auf dieser Kette am Ende sozusagen irgendwo den Verlust bezahlt? Und im Augenblick zahlt bei einer Kiste Bier um 12:40 der Landwirt gemeinsam mit der Umwelt die Differenz. Und auch der Konzern, möchte ich sogar sagen. Auch die großen Braukonzerne werden diese Differenz bezahlen mit weiterer Optimierung ihrer Systeme, das heißt mit weniger Mitarbeitern, mit mehr Maschineneinsatz, mit mehr Effizienz, mit weniger Extrakt im Bier. Also über das könnte ich sehr lange diskutieren und philosophieren. Aber es ist vielleicht ein Beispiel, das uns zeigt, dass dieses System unglaublich viel mehr Achtsamkeit braucht. Unglaublich viel mehr Achtsamkeit, weil die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und wenn ich Wert in Systeme bringen will, muss ich hindenken und hinschauen. Wie in jeder Liebesbeziehung. Geldwirtschaft ist auch eine Liebesbeziehung, wie wir vorher festgestellt haben, fast erotisch mittlerweile. Aber wenn ich in meine Liebesbeziehung keine Energie investiere, wenn ich es nicht schaffe, meine Liebesbeziehung ab und zu wertzuschätzen, zu erkennen, wie schön sie ist, dann wird auch dieses System zugrunde gehen. Und wenn ich nicht erkenne, wie schön unser Lebensraum ist, wird er irgendwann zugrunde gehen. Und wenn ich nicht erkenne den wahren Wert der Geldwirtschaft, nämlich als ganz schlichtes Tauschinstrument, nicht gedacht als Zinseszinsinstrument in Wahrheit, sondern als Tauschmittel. Das Zinseszinsmittel ist ein sehr spannend, wenn wir drauf kommen, sagen, man könnte mit der Geschäft auch noch extra machen. Wenn wir das beginnen, alles für uns zu verstehen, wird die Welt eine bessere. Ja, gibt es aus deiner Sicht eine Interessenslage oder Denkweise, die diese Probleme immer aufs Neue erzeugt und wenn ja, welche? Das würde ich sehr einfach und vielleicht auch sehr, sehr reduziert oder vielleicht auch zu wenig weit gegriffen mit einem Wort beschreiben, das ist Gier. Also wir haben alle so ein bisschen diese Sehnsucht nach diesem Meer. Das ist eines der ersten Worte, das kleine Kinder lernen, Meer. Das sollte uns auch zu denken geben. Das heißt, zuerst kommt Mama, Papa und ich glaube, das dritte bis neunte Wort ist bei Kindern mehr. Weil sie halt beim Essen mehr wollen oder quasi, wenn es geschmeckt hat, mehr. Nicht? Und Geld ist natürlich auch etwas, das einem zu schmecken beginnt. Und wenn man das Gefühl hat, man hat ein Geld verdient und es ginge noch mehr, dann versucht man dieses mehr auch zu lukrieren. Das ist ein natürlicher Prozess, das möchte ich nicht einmal negativ werten. Es ist, glaube ich, eher so, es ist ein kontemplativer Prozess, also es ist eine frische Liebesbeziehung, ich bringe es immer gerne auf das runter, man kann gar nicht genug kriegen. Also es ist immer auf mehr programmiert, nicht? Also noch mehr, noch mehr, noch eine Nacht oder noch öfter in der Nacht. Es ist immer mehr. Und ich glaube, dieses Mehr ist natürlich
Das ist mehr, ist, wenn man es nicht bewusst konsumiert, das größte Problem auf der Kugel. Also dieses Mehr macht Schwierigkeiten, die Gier. Geiz ist geil, haben wir gelernt. Und das, man ist ja blöd, wenn man die Rabattbickerl nicht auf das Ding draufpickt, wenn man beim Merkur an der Kasse steht oder beim Billa oder ist ja wurscht, beim Spar. Die haben ja alle das gleiche Bickerl. Schaut nur farbig anders aus. Aber das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Dass wir beginnen müssen, was es wirklich braucht. Das haben wir ja beim menschlichen Maß, nicht? Da gibt es ja auch jemanden sozusagen, der sich damit beschäftigt hat. Und so weit als Gemeinschaft und als Menschheit zu kommen, um dieses menschliche Maß für sich definieren zu können. Und zu sagen, es reicht. Mir reicht es, so wie es ist. Dann sind wir plötzlich auch aus diesem Teufelskreis der ewigen Spirale des Wirtschaftswachstums entkommen. Dann wird es sehr spannend. Ja, bitte sag im Telegram-Stil, wie weit du die folgenden genannten Themen oder Konzepte kennst und was du davon hältst. Bedingungsloses Grundeinkommen, das hast du ja kurz angeschnitten. Gibt es dazu noch etwas Ergänzendes? Na, aber ich finde, dass jeder Mensch auf dieser Welt den Anspruch hat auf eine Grundversorgung, weil wir uns das leisten können und weil wir damit sozusagen jedem Menschen die gleichen Startbedingungen geben. Grundversorgung ist für mich aber mehr als nur Geld, möchte ich auch sagen. Auch auf menschliche Beziehung, auch auf eine gewisse Basis der Ausbildung. Gemeinwohlökonomie. Christian Felber war schon bei uns, du warst dabei. Also da kenne ich mich wieder eher aus und halte für einen sehr vernünftigen Ansatz. Also das wäre genau diese Überführung sozusagen vom klassischen Neokapitalismus hin zu einem System, das ganzheitlich denkt, also Wirtschaften ganzheitlich anschaut, das macht Sinn. Infomoney von Professor Dr. Franz Hörmann. Bin ich im Ansatz und ist sicher ein spannendes System sozusagen. Ubuntu von Michael Dellinger, das ist das Buch, was er herausgegeben hat, wo er Geschenkökonomie vorstellt oder eine geldloses Wirtschaftsmöglichkeit macht, also wo der Mensch draufkommt, dass er das Geld nicht mehr benötigt. Ja, und das beruht ja auf dieser eigentlichen Begrifflichkeit von Ubuntu, nicht? Das heißt irgendwie so sinngemäß, ich bin, weil wir sind. Also dieses Denken quasi, dass nichts, oder das hat eigentlich der Dalai Lama sehr schön gesagt, also die größte Erkenntnis seines Lebens war ja die, dass er für sich erkannt hat, dass nichts unabhängig existiert. Und wenn nichts unabhängig existiert und wir mit allem verbunden sind, dann brauchen wir uns ja nicht fürchten, dass einem was weggenommen wird. Es wird nicht weggenommen. Es geht nur zu einem anderen Teil von mir. Das wäre eigentlich ein schöner ökonomischer Ansatz. Aber das würde heißen, dass wir in einer Welt leben, ich soll sagen, die perfekt ist, nicht? Also die von einem idealtypischen Menschen ausgeht, der nur gesteuert ist von den schönsten Werten dieser Welt. Aber wo dort was Tugenden gibt, dort gibt es natürlich auch die Untugenden und die steuern uns ja auch. Regionalwährungen, Komplementärwährungen, Zeitwährungen. Sehr spannend, haben wir zwar schon besprochen. ist ein interessantes System und hat sich ja durchaus auch in schwierigen Situationen in Österreich etappenweise bewährt. Kryptowährung? Sehr abenteuerlich, kenne mich wenig aus und habe die Finger davon lassen bis jetzt. Goldstandard? Finde ich an sich auch abenteuerlich, dass man Gold zum Standard erhebt, aber verstehe irgendwie, dass man irgendwas als Maßstab braucht. Geldschöpfung als Schulden. Ich habe generell ein Problem mit Schulden, aber schon an sich als Begrifflichkeit. Also nicht nur damit, dass eine Minuszahl quasi auf meinem Konto steht, weil mehr ist ja im Wesentlichen nicht. Aber ich habe ein bisschen ein Problem mit dem Schuldbegriff. Der ja, das muss man schon ehrlicherweise sagen, also wenn es um Geld geht, geht es in gewisser Weise auch ein bisschen um Religion. Es wurde uns über die vergangenen Jahrhunderte sehr erfolgreich vermittelt, dass wir schuld sind, an was auch immer. Und ich hätte die These, dass wir an gar nichts schuld sind, dass wir Erfahrung machen, manche glücklicher und manche unglücklicher, und dass wir es mit unserem Gewissen zu vereinbaren haben. Der Schuldbegriff ist einer, der sozusagen unweigerlich immer damit verbunden ist, dass man was zurückzahlen muss. Und das ist an sich ja total
Also ein total ungutes Konzept für Entfaltung. Also über das kann man generell nachdenken. Es ist ja interessant, speziell wir Unternehmer, ja, ich war ja auch einer, müssen uns zuerst verschulden, damit wir einen Gesellschaftsnutzen erbringen können. Schuldig nämlich machen. Für die Bevölkerung etwas tun. Ne? Ich glaube, es ist ja okay, etwas auszuborgen, sage ich jetzt mal, und das auch wieder zurückzugeben. Aber die Bezeichnung Schuld, dass du quasi mit Gründung deines Unternehmens einmal grundsätzlich schuldig bist, das widerstrebt meinem Denken, also meinem Unternehmerischen. Weil jeder Unternehmer noch dazu, wenn er dann erfolgreich ist, ist ja bei Gott kein Schuldiger, sondern einer, der versucht, sozusagen einer Gesellschaft etwas zu geben, was offensichtlich benötigt wird. Also an sich ein wunderschöner, hehrer Ansatz des Unternehmertum. Und es wird aber sofort mit der Begrifflichkeit der Schuld beladen. Und das finde ich auch in der Kirche nicht in Ordnung. Also auch, sage ich ganz offen, auch in einer Messe finde ich es nicht in Ordnung, das Schuldspiel zu spielen. Mit meine große Schuld. Ich habe keine Schuld zu verantworten. Ich habe Verantwortung zu tragen, ja. Aber das ist keine Frage der Schuld und Unschuld. Ich habe auch keine Erbsünde. Ich habe vielleicht Muster über Erziehung und über vielleicht sogar Generationen vererbt bekommen. Aber das ist auch eine Herausforderung, um sich weiterzuentwickeln. Aber keine Schuld. Der Zinseszins. Ja, es ist ein sehr teuflisches Zeug, möchte ich meinen, der Zinseszins. Und da sind wir ganz nah wieder an der Schuldsituation. Also ich glaube, über das kann man nachdenken. Ich glaube, dass es da sehr interessante Ansätze gibt, also auch was Bürgerbeteiligungsmodelle betrifft, die vielleicht spannender sind in dem Zusammenhang, weil sie mehr Potenzial bringen, auch Entfaltungspotenzial, auch für jene, die investieren, weil sie direkt Verantwortung übernehmen, ein direkteres System, und ich kann dem sehr viel abgewinnen. Und es kann durchaus einmal ein Zins drauf sein, also eine Belohnung dafür, dass man mit diesem Geld arbeiten durfte. Aber Zinsmodelle sind nahe am Wucher teilweise. Und wie soll ich sagen, Potenzialentfaltung wird vernichtet damit. Die Rolle der Banken, die Rolle der Nationalbanken oder Bank ist und soll. Naja, also es ist, an sich ist sie gedacht, ein Stabilisierungsinstrument, wenn man so will. Was sie viel mehr sein könnte, ist ein Inspirationsinstrument, ein Instrument, das durchaus Möglichkeiten schafft, ein Ermöglichungsinstrument, das genau solche Zukunftsmodelle anschaut und auch legalisiert, gemeinsam mit der Finanzmarktaufsicht und was alles gibt da in dem Bereich, aber dass man quasi ein öffentliches System schafft, das Zukunft zulässt und es nicht aufgrund von Komplexität oder Rechtsunsicherheit verhindert. Also ich glaube, dass wir da sehr viel impulsiver sein müssen für die Zukunft, um diesen Möglichkeiten Tür und Tor zu öffnen, um Zukunftspotenziale zu entfalten. Bin letztlich immer beim Gerald Hüther mit Potenzialentfaltung. Freigeldkonzepte, zum Beispiel Silver Gesell oder Gratis Gradido oder Wörger Arbeitsscheine. Ja, das ist durchaus spannend. Also auch dieser Zeitfaktor sozusagen, um das Sparen etwas unattraktiver zu machen, ist das ein sehr interessanter Ansatz. Man muss ihn sicher diskutieren. Und ich weiß, also ich bin da zu wenig Experte, wie weit das sozusagen auf eine Ökonomie, auf eine große umlegbar wäre und wie man das gestalten könnte im Gesamtkontext sozusagen von Kontinenten oder der Welt. Aber es ist die Idee sozusagen, das Geld muss zirkulieren, dafür wurde es geschaffen. Das ist spannend. Aber wie gesagt, am Ende ist es immer ein Tauschmittel. Wie das ausschaut, ist ziemlich wurscht. Vermögensteuer. Ja, also zu Steuern habe ich generell eine Ansicht. Meine Ansicht ist, ich zahle gern Steuern. Wenn ich viel Steuern zahle, habe ich üblicherweise relativ viel Geld verdient.
Ich habe nur ein Problem damit, wenn ich das Gefühl habe, dass das irgendwie sinnlos ist, Steuern zu zahlen, weil ich das den Eindruck hätte, wenn ich es mal kalten würde und ich würde selber quasi in gewisse Systeme investieren oder spenden, dass sie dann besser oder vernünftiger aufgehoben werden. Und das ist ein bisschen das Problem, also diese Transparenz sozusagen des Steuermitteleinsatzes wäre vielleicht etappenweise zu hinterfragen, möchte ich fast sagen. Aber das ist natürlich ein großes Thema und ich weiß, dass es vielleicht Schwierigkeiten verursacht, aber das wäre hinterfragenswert, ja. Eigentum versus anvertrauten Besitz. Ja, beides finde ich in Ordnung. Also Eigentum ist schön, weil man eine gewisse Sicherheit auf dieser Welt hat, wo man sagt, das ist mein Rückzugsort, da kann ich sein. Das Wort anvertrauter Besitz gefällt mir an sich sehr gut, weil es mit Vertrauen zusammenhängt. Es ist dann quasi nicht mehr eine klassische Miet- oder Pachtsituation, sondern es ist eine Situation, dass einem Wert anvertraut wird, vielleicht sogar mit dem Potenzial, daraus mehr zu machen und damit den Wert dieses anvertrauten Wertes, den Wert zu steigern. Ich glaube generell, dass es in der Wirtschaft durchaus auch einen altruistischen Ansatz braucht, weil ich auch der Meinung bin und diese Erfahrung auch sehr oft gemacht habe, dass wenn du etwas gibst und nichts dafür verlangst, es trotzdem positiv bilanziert wird auf deinem Konto. Vielleicht nicht am Sparkassenkonto, aber doch in einer ganzheitlichen Sicht schon. Also man hat etwas davon. So wie du, wenn ich dir anschaue, es gibt, glaube ich, nichts, was du im sozialen Bereich nicht getan hast. Und ich gehe davon aus und ich bin sogar davon überzeugt, dass es nicht sehr lukrativ war. Und doch war es extrem lukrativ. Aber eben nicht als Geldwert, sondern als menschlicher Wert. Und der wird üblicherweise nicht bilanziert, aber der ist von unschätzbarem Wert. Der hat also richtig Potenzial, das eigene Leben zu erfüllen, reicher zu machen. Und das ist ein Reichtum, der wahrscheinlich am Ende der Tage mehr zählt. Ich habe gar noch nie so darüber nachgedacht, sondern es ist einfach an mich herangetragen worden und habe ich gesagt, okay, probieren wir es, machen wir es. Genau. Es ist das Wesen des Unternehmertums. Bevor man nachdenkt, sagen wir mal, probieren wir es. Wert auf Bewahrungswährungen. Wirklich aus? Finanztransaktionssteuer. Also das, was mit Geld verdient wird, also das ist natürlich zum Teil wirklich pervers, nicht? Also das ist quasi, also das ist dann wirklich nur ein Geld wird zum Selbstzweck und potenziert sich selbst und geht dann natürlich auf allen Ecken und Enden ab. Da hielte ich sehr viel davon, dass man das in einer sehr vernünftigen Art und Weise dem System zurückführt und dass es nicht irgendwo gebunkert wird und wieder in irgendwelche Optionsscheine investiert wird oder sonstige lustigen Papierchen. Und das wäre zum Beispiel schon ein guter Ansatz zum Punkt A, also von U nach A hinauf, zum bedingungslosen Grundeinkommen, also ist leicht leistbar. Wenn wir beginnen, sozusagen diese uferlosen Gewinnmaximierungssysteme in ihre Schranken zu weisen. Ja, Finanzmarktaufsicht. Ja, haben wir schon heute kurz erwähnt. Also ja, das wäre die Aufgabe der Finanzmarktaufsicht und nicht den Heini Staudinger das Leben schwer zu machen. Ja, ein Blick in die Zukunft. Wie könnte für dich Österreich in 25 Jahren aussehen? Wie sieht Wohlstand dann aus? Also ich würde sagen, um es wieder mit einem Wort zu definieren oder zu versuchen zu beschreiben, ganzheitlicher. Österreich könnte 2025 also in 25 Jahren, also 2045, stimmt das? 45, ja, stimmt. 2045 ganzheitlicher funktionieren. Ganzheitlicher heißt, also im Vulkanland haben wir diese Vision Zukunftsfähigkeit menschlich, ökologisch, wirtschaftlich. Und die Reihenfolge ist bewusst gewählt, nämlich zuerst menschlich, dann ökologisch
Und wenn diese beiden Systeme funktionieren, können wir uns um die Wirtschaft kümmern. Weil die Wirtschaft ist ja quasi dem menschlichen und ökologischen zu Dienste. Nicht? Und wenn wir es gut machen, haben wir eine ganzheitlichere Situation, einen ganzheitlicheren Wohlstand. Einen Wohlstand, der sich eben nicht mehr nur fokussiert auf das Geld, das man in der Geldbörse oder am Konto hat, sondern das sich auch daran orientiert, was es an Wohlstand der Gesellschaft, der Gemeinschaft gibt, ob alle in der Gemeinschaft es schaffen können. Wohlstand ist auch Bildung, die Fähigkeit oder die Möglichkeit, sich zu bilden, aber ich möchte auch dazu sagen, Lebensbildung. Schulbildung und Lebensbildung sind nicht unmittelbar zusammenpassend in vielen Bereichen. Es wäre aber schön, wenn sie wieder gut zusammenpassen würden. Also wieder ist vielleicht das falsche Wort. Ich glaube, sie haben nie wirklich zusammenpasst, weil das Prinzip der Schulbildung ja war, gute Soldaten heranzuziehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das war ja so, ne? Kommt ja aus dieser Zeit, sozusagen, wo man mehr oder weniger für angehende Soldaten eine Grundausbildung geschaffen hat und daraus ist dann irgendwann ein Schulgarten. Und jetzt wäre es die Aufgabe, die Menschen sozusagen auf ein Leben vorzubereiten, auf ein Leben, das nicht mehr so klar strukturierbar ist und das nicht mehr so funktioniert wie die Leben unserer Väter, meines Vaters beispielsweise, der heute 86 wäre, der im Wesentlichen vom Erwachsenwerden bis zu seinem Tod immer nur Aufschwung erlebt hat. Im Wesentlichen immer Aufschwung erlebt und mit kleinen Zäsuren, aber im Wesentlichen war es immer Aufschwung und es war nie großartig Veränderung in dem Sinn notwendig. Notwendig wäre es schon gewesen, aber man hat die Notwendigkeit so nicht gesehen. Und jetzt kommen wir natürlich in eine Zeit, die sehr viel verlangen wird und sehr viel Umdenken, Andersdenken und Querdenken. Und da wären wir gut beraten, wenn wir in unseren Schulsystemen dieses Umdenken, Querdenken lehren würden, den Geist offen zu halten. Also ich kann heute, ich sage es ganz ehrlich, auch wenn es veröffentlicht wird, ich könnte im Stand vermutlich gar keinen Turm rechnen. Und ich bringe sicher keine Differential- oder Integralrechnung zusammen, wo ich es gehabt habe und maturiert habe in der Sache. Es ist aber auch nicht lebensentscheidend. Lebensentscheidend ist es zu verstehen, welche Prozesse uns prägen, steuern, zu hinterfragen, warum ich jetzt so reagiert habe und warum das vielleicht nicht so gescheit war, dass wir quasi eine gewisse Reflexionsfähigkeit erlangen. Das ist lebensentscheidend. Also ich glaube, dass Religion zum Beispiel ein wunderbares Fach wäre, auch in der Hauptschule, oder man ist es ja auch, aber nicht so, wie wir es praktizieren, sondern viel stärker auch in den Ethikunterricht. Oder auch Philosophie, um sich anzufreunden mit den Modellen, wie was funktionieren könnte. Da wird ja sehr wenig in Wahrheit getan in dem Bereich. Wir glauben, wir müssen alle gerade schreiben können und wir setzen natürlich, und das kommt in der Erschwerung dazu, und das ist, glaube ich, das Hauptproblem unseres Schulsystems, wenn jemand etwas nicht kann, dann setzen wir dort die maximale Energie ein. Das heißt, wir setzen die maximale Energie auf den Mangel. Und damit geben wir den Kindern und Jugendlichen nicht die Chance, ihre Potenziale zu entfalten, sondern wir versuchen, ihren Mangel auszugleichen und am Ende können sie alles ein bisschen und nichts sehr gut. Und das ist ja eigentlich ein Wahnsinnssystem. Ich komme aus dem System. Also meine Mangel wurden ausgemerzt, gell? Und am Ende habe ich alles ein bisschen können, aber habe mich nirgends wirklich ausgekannt. Und erst dieser Prozess der Regionalentwicklung hat mich dorthin gebracht, dass ich wieder begonnen habe zu verstehen, dass es um was anderes geht und um diese Entfaltung der Potenziale. Und ich habe auch dort erst begonnen zu erkennen, was mein Potenzial sein könnte. Das habe ich leider vorher nicht geschafft. Also all diese Prozesse abseits der Schule, früh arbeiten gehen, früh zu erkennen, was es bedeutet, wenn du nach der Schule in einen Betrieb gehst und dort zum Beispiel, ich war ja beim Konsum in der Getränkeabteilung, also richtig schön Kisten schleppst, bis 18 Uhr dann auch die Aufgabe machst, dann kommst du in einen sehr starken Prozess der Läuterung, des Verständnisses, was bedeutet. Und das ist, glaube ich, so verflucht ich die Situation damals im Moment habe, weil ich das Geld gebraucht habe, so unglaublich bereichernd empfinde ich es mittlerweile, dass ich genau diesen Prozess machen durfte, um zu dieser Erkenntnis, zum Verständnis zu kommen.
Und das ist, glaube ich, etwas, was wir brauchen. Und dann schaffen wir in 25 Jahren eine Gesellschaft, die reflexionsfähig ist, erkenntnisfähig ist, die das menschliche Maß beginnt zu verstehen und damit eine Nation schafft, die wunderbar funktioniert. Also die Raumschiff Enterprise Vision wird dann quasi verwirklicht. Und ich glaube auch, das möchte ich schon sagen, Österreich war eigentlich in der Geschichte auf dieser Kugel irgendwie, also zumindest in der jüngeren, immer irgendwie auch entscheidend. Also hat immer so für den ganzen Kontinent, zum Teil also für die Welt irgendwo wesentliche Entscheidungen mitgestaltet. Und ich hätte das Gefühl, dass wir jetzt an einem Wendepunkt sind und wenn wir das gut machen, dass wir die Chance hätten, für diese Welt auch wirklich was zu leisten, also wirklich eine Veränderung herbeizuführen. Oder einen Erkenntnisgewinn. Woran liegt es deiner Meinung nach, dass sich die vielen Initiativen, die sich auch für diese Themen interessieren, für eine lebenswerte Zukunft ihre Synergien noch nicht ausreichend nutzen? Also wenn ich es ganz hart formulieren wollte, dann würde ich es so sagen. Also all diese zukunftsweisenden Initiativen sind von Menschen geprägt, die natürlich die sehr gefestigt sind in ihrer Meinung. Sonst könnten sie aus dieser Allgemeinheit nicht ausscheren mit ihrem Gedankengut. Und damit rücken sie sich natürlich selbst in eine Art oder in eine Ecke, die ich als Fundamentalismus bezeichnen würde. Und ich bin ja Regionalentwickler. Und ich hätte fundamentale Ansichten für diese Welt. Aber wenn ich die einmal öffentlich kundtun würde, meine fundamentalsten Ansichten, dann wäre meine Zeit als Regionalentwickler beendet. Meine Aufgabe in der Regionalentwicklung ist es, sie so weit herunterzubrechen, um so viele Menschen wie möglich mitzunehmen auf diesem Weg. Um in die Selbsterkenntnis zu bringen und damit sie selbst beginnen zu erkennen und wahrzunehmen, das wäre eine mögliche Zukunft. Und wenn man jetzt natürlich die fundamentalen Systeme anschaut, und da gibt es wunderbare Menschen, die aber zum Teil natürlich, wie soll ich sagen, ungeschönt und prühwarm, wie wir in der Südoststeiermark im Vulkanland sagen, prühwarm sagen, was Sache ist, und damit unendliches Unverständnis ernten. Und diese Radikalisierung fast, würde ich sagen, dieser Meinungen, führt auch dazu, dass sie auch schwer quasi unter einen Hut zu bringen sind. Also ich sage es vielleicht sogar noch einfacher, wenn ich jetzt das Unternehmertum anschaue. Den Josef Zotter in einer Gemeinschaft unterzubringen, ist gar nicht so leicht, weil der nämlich komplett irrer ist, im besten Sinne des Wortes. Und damit sozusagen ist er halt nicht uniformisierbar. Also den kannst du nicht in eine Reihe stellen, sozusagen, klassisch militärisch, wie die Soldaten, sondern der wird da fix ausscheren. Und wenn es dann fünf in eine Reihe stößt, die alle fix ausscheren, bringst du keine Linie zusammen. Ja, ich kenne das zur Genüge, wenn man sich hinauslehnt mit neuen Ideen und versucht, ein bisschen auf eine Resonanz zu stoßen und ein Verständnis zu stoßen, dann wird man einmal unglaublich angesehen. Aber die Zeit wird reif, wo es mehr und mehr zu einem Aufwachprozess kommt, wo man draufkommt, halt über das müssen wir uns austauschen, über das müssen wir reflektieren, über das müssen wir reden. Ja? Und dann kommt es. Aber du hast schon vollkommen recht, man darf nicht mit den Brechsteinen ins Gewühl kommen, weil dann wird es als Revolution wahrgenommen. Und das ist kontraproduktiv. Oder man versucht, dich zu vergessen. Ich würde es wirklich so sagen, also man versucht es zu verdrängen, weil jemand quasi permanent mit dem Salzstreuer in der Wunde hantiert. Wir wissen ja, dass das so nicht weitergehen kann. Aber wenn es jemanden gibt, der einem permanent sagt, das ist ein Wahnsinn, so kannst du nicht weiterarbeiten, das führt uns unweigerlich mit hoher Geschwindigkeit fahrend an die nächste Betonwand und die ist ziemlich fest, Das wirst du irgendwann nicht mehr hören. Also entweder veränderst du dich oder du brichst an dieser Information und sagst, das ist mir alles zu viel, ich lebe so weiter, wie ich bis jetzt gelebt habe, in der Hoffnung, dass es noch lang gut geht, und hinten nachher schauen wir halt, nicht?
Und das ist halt die Frage, nicht? Also ob wir uns das leisten können. Also weiterzuleben wie immer, weil es, also wir haben ja, also meine Frau hat ja aufgrund einer Erkrankung den Weg in den Veganismus gewählt. Und ich bin Regionalentwickler. Und du kannst dir ungefähr vorstellen, Rudi, was das bedeutet, wenn ich mit Landwirten arbeite und meine Frau da haben vegan lebt. Das ist sehr abenteuerlich. Und das Verrückte an der Geschichte ist ja, dass sie in vielen Punkten recht hat. Also gerade wie das Fleischsystem funktioniert, ist es ja eines, das unweigerlich an die Wand fährt. Ist nur die Frage, wann. Das kann ich niemandem zumuten, die Wahrheit. Die Wahrheit ist in dem Fall nicht zumutbar, so verrückt das ist. Ich habe es in einem Büchlein sogar niedergeschrieben. Ich weiß gar nicht, ob ich es dir gegeben habe, sonst gebe ich es da nämlich. Ich habe versucht, das also quasi für mich ein bisschen zu analysieren und festzuhalten. Wir brauchen diese Veränderung. Und vieles von dem, was wir in dieser Welt tun und als komplett normal erscheint, ist nicht normal. Das ist verrückter als alles, was die Verrückten tun. Das ist viel verrückter als die Fundamentalisten, die da draußen sind und eine neue Weltordnung verlangen. Viel verrückter. Diesen Fleischkonsum beispielsweise, den wir im Augenblick pflegen auf dieser Kugel, der ist so dermaßen verrückt. Wenn das alle Menschen auf der Welt beginnen würden, wären wir schlagartig tot. Und trotzdem ist es kaum vermittelbar. Ich will ja nicht sagen, dass man kein Fleisch essen soll, das traue ich mir gar nicht zu sagen. Aber ich möchte behaupten, dass man, wenn wir dorthin gehen, wo wir herkommen sind, einmal die Woche, ist es erstens leicht ausreichend, wir würden viel gesünder sein, unser Gesundheitssystem hätte viel weniger Sorgen und wir hätten natürlich ein wesentliches Problem auf der Welt beseitigt. Ein wesentliches Problem. Und das ist kaum argumentierbar. Man sagt, der ist verrückt. Na, verrückt sind die, die am fünften Tag der Woche sagen, wenn ich mein Fleisch und Dollar nicht habe, dann fühle ich mich nicht gut, dann fühle ich mich nicht wohl und dann habe ich nicht die Energie, die ich brauche. Aber es ist ganz im Gegenteil so, wenn du weniger Fleisch isst, hast du mehr Energie. Das sind diese Verrückten, es sind so Paradigmen, die sind fast unverwüstlich sind. Also ich würde damit sagen, Fundamentalismus gibt es auf beiden Seiten. Es gibt die fundamentalen Weltverbesserer, sagen wir es mal so, und es gibt auch die fundamentalen Weltzerstörer. Und das sieht sie aber genauso richtig wie der fundamentale Weltverbesserer. Das ist ja ein verrücktes System. Aber es wäre unsere Verantwortung, also diesen Fundamentalismus auf beiden Seiten zu brechen vielleicht, um eine möglichst große Menge an Menschen mit auf die Reise zu nehmen in eine Welt, die wunderbar sein kann. Also diese Erde hat alles, was es zum Leben braucht und noch viel mehr. Und wir können alle unsere Probleme, seien es Energieprobleme, seien es Ressourcen, Rohstoffprobleme, wir können sie alle lösen. Und wir sind sogar sehr nah dran. Wir können sie sehr schnell lösen. Und wir müssen uns keine Sorgen machen, dass jemand keine Arbeit findet und dann verhungern muss. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass wir alle zusammen in 100, 200 Jahren nicht einmal arbeiten müssen und trotzdem sehr gut leben. Aber im besten Fall uns nicht gegenseitig auf die Nerven gehen, sondern unsere Potenziale entfalten und damit eine Welt schaffen, die so liebens- und lebenswert ist für unsere kommenden Generationen, dass wir uns das heute kaum noch vorstellen können. Ja, das ist ein schöner Ausblick. Ich kann dir nur zustimmen, auch in meinem Denken ist es so, weil sonst würde ich mich schon verabschiedet haben, daran zu arbeiten, ja. Genau, um das zu bewirken. Ja. So, als letzte Frage möchte ich dir jetzt das vorlesen, weil das ist so, das muss man fast vorlesen, ja. Wie können wir gewährleisten, dass die unterschiedlichen Ansätze zur Lösung der Geldfragen zu einer befruchtenden Lösungswolke zusammenfinden, aus der dann der erlösende Regen auf den Boden unserer Gesellschaft fällt, um das kreative Potenzial des friedlichen und konstruktiven Zusammenlebens in uns dauerhaft zum Erblühen bringt? Also ich würd die Frage mit einem Zitat beantworten, das angeblich auch auf Einstein zurückführt, wie alle guten Zitate auf der Welt, glaube ich. Er soll gesagt haben, man kann seine Kinder noch so gut erziehen, sie machen einem doch alles nach. Also ich glaube, dass um
diese Vision sozusagen zu schaffen, dass dieser erlösende Regen auf den Boden unserer Gesellschaft fällt, braucht es sehr viel Wiederholung. Auf allen Kanälen sehr viel Wiederholung, positive Wiederholung. Also nicht fingerzeigend, nicht Schuld zuweisen, das haben wir heute schon gehabt, sondern eine positive, wunderbare neue Welt aufzeigend, damit sich die führenden Eliten das auch beginnen vorzustellen oder vorstellen können. Ich bin nämlich tatsächlich der Meinung, dass wir alle hochgebildet sind, auch in führenden Positionen, dass wir aber kaum mehr Zeit haben, uns eine neue Welt vorzustellen, weil uns die jetzige so gut beschäftigt. Und diese Vorstellungsfähigkeit ist uns abhanden gekommen und das ist das Wesentlichste. So wie wir für unsere Kinder ein Bild haben, was vielleicht zum Teil eher Blödsinn ist, möchte ich dazu sagen, dass es eben gut gedeiht, dass sie sich gut entwickeln und gut wachsen können. Und so wie wir bei unseren Kindern auch sehen, dass ich zwar sagen kann, Marie-Sophie isst am Abend nichts mehr, weil das ist nicht gesund und das ist nicht gescheit und außerdem geht es auf die Rippen. So gehe ich um 10 Uhr am Abend heim und mache mir, wenn es ist, eine Arschspeise, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss irgendwas essen. Und dann kann ich das, ich kann das 100-mal wiederholen, aber sie denkt sich, naja, wenn es der Papa macht, warum soll ich es nicht machen? Und wenn ich aber eine Werthaltung und eine Lebenshaltung lebe, dann kann es passieren, dass meine Tochter zwar ausschert und in irgendwelchen rebellischen Zeiten alles anders macht als der Papa. Aber am Ende des Tages behaupte ich, und das weiß ich von mir selbst, von meinem Vater, ich war ein großer Rebell in dieser Sache, am Ende sehe ich mich mehr als alles andere als der Vater. Mit all den Tugenden, die er gehabt hat, natürlich auch zum Teil mit den Zwängen, die er gelebt hat, aber das ist ja wieder eine schöne Schulungsmaßnahme, eine Ausbildungsmöglichkeit sozusagen, wenn man sieht, aber vor allem auch mit den Tugenden. Und was er vor allem gehabt hat, wenn ich es quasi aufs Wesentliche runterbreche, ist eine hohe Achtsamkeit mit all den Dingen, die er besessen hat. Also er hat dann, wir sagen im Vulkanland, einen Horgel und der Hulk gehabt. Also er hat alles geheiligt, was er hatte. Also nicht nur die Dinge, sondern auch seine Beziehung und alles. Das hat er unendlich geheiligt. Und das ist, glaube ich, ein ganz schöner Ansatz. Ich glaube, dass sie deshalb auch in der Regionalentwicklung gar nicht schlecht funktioniert, weil das irgendwie begonnen hat in meiner Regionalentwicklung, in meinem Prozess, hat es begonnen, so wie ein Echo aufzutauchen und immer wieder zu resonieren. Und es ist dann natürlich verstärkt worden mit unglaublichen Persönlichkeiten wie Josef Ober und anderen, die das natürlich nochmal angeheizt haben sozusagen. Und dadurch bildet sich ein Bild. Und es gibt ja auch keine Zufälle, sondern das fällt einem zu, wenn es braucht wird. Und deshalb ist wirklich mein Appell, diese Beharrlichkeit, dieses Dranbleiben, dieses permanente Transportieren, also diese unterschiedlichen Ansätze zur Lösung der Geldfragen bedürfen einer kontinuierlichen Erziehungsmaßnahme einer Gesellschaft sozusagen. Und das ist stetes und ständiges Wiederholen. Aber eben, ich glaube, positiv Kommunikation. Das weiß ich deshalb, weil ich das selber so schlecht bin, was die eigene Erziehung betrifft. Also ich bin leider eher so gepolt, dass ich sage, das geht nicht, das kann man so nicht machen. Ein Ding. Ist aber eigentlich ein großer Fehler. Ist ein großer Fehler aus meiner Sicht, aber ich bin ja auch Schüler meines eigenen Lebens, nicht? Ich glaube, dass die positive Kommunikation, diese Ermöglichkeitsdidaktik, gerade für dieses Projekt, das du so leidenschaftlich verfolgst, ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist. Ja, für mich geht es auch darum, dass ich ein Verständnis für diese polarisierten Denkstrukturen annehmen kann. Ich lebe in beiden Teilen. Ja? Ich war im alten Teil befangen und lebe nach wie vor darinnen. Und kann mir aber schon ein anderes vorstellen, ein wünschenswertes. Ja? Und deswegen die Geduld aufzubringen, bis es mir auf Resonanz stoßt und Verständnis stoßt und sagt mir, eigentlich könnte man es einmal probieren. Und um das geht es mir. Ja? Ja, lieber Roman, ich danke dir wirklich recht herzlich für dein super, super Interview. Hat mir sehr wieder gefallen und du weißt ja, mit dir zu plaudern und zu reden und sich auszutauschen, macht mir immer Freude
Und ich danke dir recht herzlich für dein Mittun. Dankeschön.